Es gibt ja für uns nichts Schöneres, als durch Europa zu reisen seit der letzten Saison. Ja, wir haben zwar auch unsere Hausaufgaben erledigt in der Bundesliga, überwiegend zumindest, aber diese europäischen Duelle waren, glaube ich, für alle Fans und alle, die, wie gesagt, sich um Hannover 96 bewegen und diesen Verein sehr schätzen, glaube ich, sehr besonders, ganz besonders nach dieser ganz langen Abstinenz. Und deswegen werden wir alles daran setzen, natürlich dann diese Gruppenphase zu erreichen. Es war ja ein doch sehr kurioses Spiel in Wroclaw, was wir abgeliefert haben, nach einer deutlichen Führung 2-0, 3-1, dann nochmal in Bedrängnis zu geraten und am Ende doch noch mit 2 Toren Unterschied auswärts zu gewinnen, ist grundsätzlich eine gute Ausgangsposition für uns. Sie haben jetzt sicher nichts zu verlieren und wir müssen ab der ersten Minute bereit sein und mit den Fans im Rücken, wenn wir das schaffen. Wir haben schon auch gemerkt, dass wir zum Ende der Saison, als es dann so das 45., 46. Pflichtspiel gab, dass wir ein wenig müde waren. Diese Phase wollten wir natürlich auch mit der Besetzung unseres Kaders auch deutlich verändern.